Dies ist der Kräuterseitling. Er ist besonders fest und dickfleischig, sehr gut im Geschmack und enthält unter anderem einen Stoff, Thiamolin, was ein natürliches Antibiotikum ist. Etwas Pflanzenöl. Geben wir Zwiebelwürfelchen. In die Pfanne, Blasenspitzen. Jetzt geben wir die Seitlinge dazu. Würzen mit Pfeffer und Salz. Jetzt den klein gehackten Knoblauch dazu. Jetzt kann langsam der Blattspinat dazu. Hier ganz besonders darauf achten, dass der nur noch mal kurz durchgeschwenkt wird, erwärmt wird. Fertig ist nun unser besonderes Ostergericht. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.